Herr Wenninger, ja, was sagen Sie zum Spiel und zum Ergebnis? Ja gut, zum Spiel. Ich glaube, wir waren in der ersten Halbzeit ja nicht nur gleichwertig, sondern sogar haben wir optisch auch Vorteile gehabt. Hätten da die eine oder andere Chance für uns nutzen müssen, gehen dann unglücklich durch einen Fehler unsererseits, den verursachten Elfmeter mit 0-1 in Rückstand in der 45. Das macht die Situation natürlich eminent schwierig. Haben dann relativ schnell das 2-0 bekommen und dann ist natürlich Charakter gefragt, zumal wir 120 Pokalminuten vom Mittwoch noch in den Knochen haben. Hat die Mannschaft dann auch gezeigt, ist immer wieder zurückgekommen nach 3-0 zum 3-1, am 4-1 zum 4-2. Beim Stand von 3-1 war eine Situation da, wo man hätte vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Ich habe es nicht so genau gesehen, da wird das Spiel nochmal richtig heiß. Minute später kriegst du 4-1, aber kämpfst dich wieder zurück. Das heißt, die Mannschaft hat Charakter, sie hat gefeitet heute, sie hat auch Qualität. Es hat jetzt dann summa summarum heute nicht gereicht. Das ist halt diese Geschichte, wenn man oben steht, hat man mehr Glück, wenn man unten steht, hat man dieses halt dementsprechend weniger. Dagegen müssen wir die nächsten Spiele ankämpfen. Ich denke, die Art und Weise gibt uns Mut, auch wenn es heute natürlich enttäuschend ist, mit null Punkten dazustehen. Insgesamt sieht es doch so aus, als würden Sie in der Rückrunde erfolgreicher spielen als in der Hinrunde mit der gleichen Mannschaft fast. Was hat sich verändert? Gut, erfolgreicher sind wir schon. Wir haben ja schon 16 Punkte geholt und haben noch 7 Spiele vor uns. In der Vorrunde waren es ja deren nur 12. Klar, wir haben es glaube ich heute gesehen, wir haben aus vielen Einzelspielern versucht, eine Mannschaft zu machen, eine Mannschaft zu formen. Ich denke, das ist uns auch gelungen. Wir haben den dementsprechenden Teamgeist. Wir haben natürlich das Päckchen der Vorrunde zu tragen, an dem wir immer mal wieder nagen und auch in einzelnen Spielen dran scheitern, so wie auch heute. Aber nichtsdestotrotz, wir sind in einer Situation, noch dran glauben zu dürfen. Das war, ja, ich sag mal, nach Ende der Vorrunde so nicht mehr zu erwarten. Aber jetzt müssen wir auch das Beste draus machen. Da hat uns dieses Spiel heute natürlich wehgetan mit 0 Punkten. Aber wie gesagt, das können wir jetzt nicht verändern. Wir können es nur in den nächsten Spielen besser machen. Ich habe mich bei den Fans ein bisschen umgehört. Manche haben etwas Schwierigkeiten, ihr Rotationssystem zu verstehen. Können Sie das vielleicht kurz erklären? Naja gut, das muss ja nicht jeder Fan das verstehen, was das Trainerteam entscheidet. Deswegen sind wir ja Trainer, deswegen haben wir die Mannschaft logischerweise auch unter der Woche im Training und wissen genau, wer hat Probleme, wer hat keine Probleme, wer ist vielleicht angeschlagen, wer ist nicht angeschlagen, wer hat Power oder wer hat keine Power. Da könnte man nicht den Anspruch erheben, dass es jedem einzelnen Fan auch noch erklärt wird. Ich denke aber schon, dass wir da die richtige Entscheidung treffen. Aber Sie wissen ja, wie es ist. Da muss man durch. Davon dürfen wir uns auch nicht irritieren lassen. Wie gesagt, wir werden das schon versuchen, so gut wie möglich für den Verein zu lösen. Das erklärt auch, warum manche für ziemlich stark halten, auch mal auf der Bank sitzen müssen. Ja gut, wir haben ja jetzt einen Kader, der nicht nur aus 11 guten Spielern besteht, sondern wir haben einen Kader, der aus vielen guten Spielern besteht. Und dann ist es zwangsläufig so, wenn Sie einen Kader haben, wo 20 gute Spieler sind, dann werden in der Regel 9 auf der Bank sitzen und 11 spielen. Das heißt, Sie können sich drehen und wenden, wie Sie wollen. Es wird immer so sein, dass gute Spieler auf der Bank sitzen. Das ist ja normal. Und manchmal ist es auch Ansichtssache, wer spielen kann, da drehst du manchmal die Hand nicht rum. Und wir müssen halt immer die letzten Eindrücke halt auch des Trainings nochmal bewerten. Und wie gesagt, was dann so im Inneren abläuft, wer sich fit fühlt oder nicht so fit fühlt, angeschlagen ist oder nicht angeschlagen ist, das kann der Fan nicht wissen. Deswegen ist die Beurteilung von außen auch immer ganz, ganz arg schwierig, wenn du nicht ganz nah in der Mannschaft bist. Die nächste Aufgabe heißt für Sie daheim Ravensburg. Wie werden Sie versuchen, diese im Abstiegskampf zu lösen? Na gut, jetzt haben wir zumindest mal wieder eine Woche Zeit, uns auf das Spiel vorzubereiten, können auch wieder dementsprechend Kräfte sammeln. Ich denke, an der Motivation und Einstellung liegt es ja nicht und die müssen wir genauso dann mit 100% Power nächste Woche auf den Platz bringen. Und dann ist sicherlich auch im Heimspiel gegen Ravensburg möglich, 3 Punkte zu holen. Herr Wenninger, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Danke Ihnen.